Hi, herzlich willkommen zu einem neuen Video bei Felix Hobbygarten. Heute klären wir mal die Frage, wann am besten gießen? Morgens, mittags oder doch am Abend? Und ich gebe euch weitere Bewässerungstipps jetzt für die Urlaubszeit, für die Sommerzeit. Wie kann man den Garten am besten bewässern? Viel Spaß dabei und los geht's! Ja, dabei ist es eigentlich auch egal, ob man Gemüsebeete, Kräuterbeete, Staudenbeete oder sogar den Friedhof gießt. Eins ist immer gleich und vor allem mittags sollte man natürlich nicht gießen. Ich glaube, das ist, denke ich, klar. Das können wir schon mal rauslassen, weil dort einfach die Hitze am meisten ist. Das Wasser wird gar nicht auf dem Boden ankommen, das wird direkt verdunsten. Dann klären wir jetzt also die Frage, abends gießen oder morgens gießen. Ich kann ganz klar das Gießen am Morgen empfehlen. Abends ist es nämlich auch so, dass sich der Boden und die Pflanze aufgeheizt hat. Und ja, der Boden, wenn er aufgeheizt ist, kann er das Wasser nicht so gut aufnehmen und das Wasser verdunstet sehr schnell. Da haben eure Pflanzen also nicht so viel davon. Und außerdem sind die Pflanzen natürlich auch erwärmt und das führt dann zu so einer Stressreaktion, wenn dann das kalte, nasse Wasser auf die Pflanzen draufkommt. Dann noch ein bisschen Wind dazu, das ist wie wenn wir Menschen dann ja in die Kälte und in den Wind gehen, dann werden wir krank und so ist das natürlich auch dann bei den Pflanzen. Am besten also morgens gießen. Morgens ist der Boden noch nicht so erwärmt, das heißt, das Wasser, das kann auch in die tieferen Erdschichten absickern und dort kann es dann später am Tag, wenn die Sonne mittags kommt, auch nicht so schnell wieder verdunsten. Pflanzengewebe, das stirbt übrigens ab 42 Grad in etwa ab und deswegen ist es auch sehr wichtig, dass man die Pflanzen morgens noch mal so ein bisschen abkühlt und wenn der Boden morgens noch mal so nass und frisch gemacht wird, dann hält das über den Tag ein bisschen länger an und die Pflanzen werden sich nicht so schnell und so doll erwärmen. Und das ist natürlich das, was wir an unseren Pflanzen haben wollen. Ja, ansonsten weitere Bewässerungstipps. Nutzt einen Bewässerungscomputer, weil natürlich hat nicht jeder die Zeit, morgens um 4.30 Uhr, 5.30 Uhr oder 6 Uhr in den Garten zu gehen und um alles zu bewässern. Ein Bewässerungscomputer, den kann man ganz einfach zwischensetzen, zwischen den Wasserhahn und zwischen den Gartenschlauch. Dann lässt man den Wasserhahn immer offen, der Bewässerungscomputer kommt dazwischen und dort kann man dann ganz einfach eintippen, an welchen Wochentagen, zu welcher Uhrzeit und wie lange das Bewässerungsprogramm laufen sollte. Und ja, natürlich kostet das Ganze 40 Euro, ja, aber die Zeit, die man dadurch spart und den Ertrag, den man vielleicht durch die Ernte wieder reinbekommt, ist natürlich deutlich größer und so hat man einfach mit der Bewässerung schon mal eine Sorge weniger. Also am besten morgens gießen, nutzt deinen Bewässerungscomputer zu Hilfe, denn dann ist das mit der Bewässerung wirklich sehr, sehr einfach. Und nun zeige ich euch nochmal in diesem Video, wie wir das mit dieser Bewässerungsautomatik machen. Wir haben nämlich einen Bewässerungscomputer da hinten am Wasserhahn stehen und den zeige ich euch mal und den schauen wir uns mal genau an, wie wir den nutzen. Da gebe ich euch jetzt noch ein paar Bewässerungstipps, wie ihr das Ganze auch umsetzen könnt. Und dann gehen wir nochmal zu den Obstbäumen und zum Gewächshaus und da zeige ich euch, wie wir gießen und möglichst auch noch Wasser sparen. Zum Thema Mulchen kommen wir dann, zum Thema Gießring, das jetzt gleich noch im weiteren Teil vom Video. Ja, was auch sehr gut ist, das sind Wassertanks. Wir haben hier im Garten 3 oder 4 große Wassertanks. Dieser hat jetzt 520 Liter. Und oft hört man ja auch am besten nicht das Leitungswasser oder das Wasser aus dem Brunnen direkt nehmen. Denn das Wasser ist sehr kalt und kann die Pflanzen stressen. Ja, abends sind die Pflanzen noch mehr aufgewärmt und der Stress ist die Pflanzen am meisten. Aber auch morgens kann das meist als kalte Wasser aus dem Brunnen von unten die Pflanzen stressen. Und deswegen ist immer wichtig, wenn ihr mit Gießkanne macht, zum Beispiel Gewächshäuser gießen wir mit Gießkanne, da wärmen wir das Wasser immer hier auf. Also wir haben die Wassertanks immer voll. Wir gucken, dass immer genug drin ist und dass sich das Wasser dann schon ein paar Tage aufwärmen kann. Regenwasser, das sammeln wir nicht, aber das Wasser aus dem Brunnen, wenn das hier ein paar Tage steht, hat auch schon eine optimale Temperatur. Die hat sich dann ein bisschen angepasst und dann kann man es auch gut morgens an die Pflanzen geben. Wassertanks, also unbedingt was, was man im Gemüsegarten haben sollte. Ja, und dann gibt es natürlich auch noch eine stylische Variante und zwar so Weinfässer, die das Wasser speichern. Das hat so eine Weinfassoptik und auch darin kann man ganz gut die Wasserkapazität hier im Garten erhöhen. Da kann man ein bisschen Wasser drin speichern und das verlinke ich euch mal in der Videobeschreibung. Da gibt es nämlich auch viele verschiedene Bewässerungs-
ja, Tanks, die man nutzen kann. Es gibt natürlich auch ganz klassisch diese IBC-Container, das war uns aber ein bisschen zu groß. Wir wollten dann eher die stylische Variante hier zwischen den ganzen Hochbeeten haben. Und die andere, die haben wir halt aus dem Baumarkt. Das sind diese klassischen grünen Wassertanks, die man im Baumarkt bekommt. Aber das ist nochmal eine stylischere Variante, die ich euch auch nicht vorenthalten wollte. Ja, hier in meinen Gewächshäusern, das ist gerade einfach zu warm. Verzeiht mir also, dass ich euch das nicht drinnen direkt im Gewächshaus zeige. Aber das sollte, denke ich, auch klar sein. Wir mulchen in unserem Gewächshaus und zwar mit Rasenschnitt. Rasenschnitt, den legen wir dick aus. Das unterdrückt zum einen Unkraut, aber das speichert auch das Wasser länger im Boden. Denn die Sonne kommt nicht direkt am Boden und kann es ja erhitzen, sodass es verdunsten kann. Die Pflanzen haben einfach länger was davon, weil der Rasen die Feuchtigkeit einfach im Boden hält. Und das ist für eure Pflanzen auch super. Wir schauen uns mal unseren Bewässerungscomputer an, denn der ist wirklich, ja, das Herzstück von unserer Gartenbewässerung. So sieht der Bewässerungscomputer aus, ist von der Firma Gardena, haben wir uns im Baumarkt geholt, kostet 40 Euro. Hier wird er an Wasserhahn angeschlossen, hier kommt der Gartenschlauch zwischen. Gibt es verschiedene Programme, kann man eine Startzeit, eine Dauer und die Wochentage einstellen. Und so geht das Bewässern dann ganz automatisch im Garten. Und ja, das nutzen wir gerade bei der Obstbaumwiese. Da blende ich euch mal jetzt hier ein Bild ein. Links das Grüne, das ist die automatische Bewässerung und rechts der Rasen, der ist kaputt gegangen, nicht bewässert. Also ihr seht schon, das macht wirklich was aus. Und wir schauen jetzt einmal da vorne in unsere Streuobstwiese genauer hin, denn bei den Obstbäumen, da habe ich auch noch einen Bewässerungstipp für euch. Wir haben vor ungefähr 2 Wochen neue Obstbäume gepflanzt. Wir waren bei Oosterrijk in Holland, das Gartencenter, und da gab es sie ganz günstig. Video verlinke ich euch übrigens oben rechts mal in der Infokarte, wie wir die Pflanzen hier günstig in Holland bekommen haben. Ja, und da arbeiten wir mit sogenannten Gießringen. Gießringe heißt einfach nur, dass wir die Pflanze sehr tief setzen und die obersten 5 cm einfach freilassen. Denn dann ist ja so ein kleines Loch da, direkt am Stamm. Und da können wir immer gießen, reicht so für 5 Liter in etwa, also eine halbe Gießkanne. Und da sammelt sich das Wasser dann direkt am Stamm. Das sackt quasi direkt runter an die Pflanze dran und das Wasser steht der Pflanze quasi direkt zur Verfügung. Wenn wir das hier bei den anderen Obstbäumen ja haben, ich weiß gar nicht, ob man das auf der Kamera sieht. Ich nehme die Kamera mal einmal mit oder schwenke ein wenig rüber. Hier haben wir das bei den Obstbäumen im Herbst nicht so gemacht. Die wurden beim Umbautag ja auch von Helfern eingegraben. Und hier ist es nämlich so, dass das alles ebenerdig ist. Und wenn man Wasser ja an den Baum dran gießt, 5 Liter, das meiste läuft zur Seite weg und das kennt ihr ja wahrscheinlich. Und deswegen haben wir hier dieses Loch, ich zeige es euch hier mal in der Nahaufnahme, ja an den Baumstamm gelassen, haben den Baumstamm sehr tief reingesetzt und da einfach so dieses kleine Loch gelassen, damit das Wasser direkt an die Pflanze ransickern kann und das ganze Wasser, was wir gießen, auch wirklich der Pflanze zur Verfügung steht. Schaut gerne mal bei Instagram rein, wenn ihr dort seid. @felixhobbygarten, dort poste ich täglich ja meine Ernten und meine Pflanzen aus dem Garten. Dort bleibt ihr so ein bisschen auf dem Laufenden, was hier in meinem Garten passiert. Und ich poste auch das Gemüse, was wir mal so ernten und ihr hier bei uns im Garten bekommen könnt. Wir haben vorne nämlich vor unserem Garten einen kleinen Gemüsestand stehen. Und dort erfahrt ihr alles, wie das Ganze funktioniert, wie ihr bezahlen könnt, was es alles immer gibt, wann geöffnet ist und so weiter. Schaut einfach mal @felixhobbygarten, da findet ihr das alles. Und wenn euch das Video gefallen hat, würde ich mich natürlich auch gerne über einen Daumen nach oben freuen. Schreibt einen Kommentar, wie macht ihr das mit der Gartenbewässerung? Habt ihr so einen Bewässerungscomputer oder gießt ihr wirklich jeden Tag per Hand mit einer kleinen Gießkanne? Wie regelt ihr das mit der Bewässerung? Und habt ihr noch einen Tipp, den ich vergessen habe? Gerne in die Kommentare. Hier könnt ihr mich jetzt kostenlos abonnieren und hier findet ihr ein weiteres Video von mir. Hier zeige ich euch mal meinen Garten im letzten Monat. Schaut mal gerne rein. Hier genau, wie gesagt, kostenlos abonnieren. Würde mich sehr über die Unterstützung freuen und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dahin, alles Gute und ciao.